Immer diese ganzen Dessous. Ein Verkaufsschlager. So wie Oberbekleidung und kleine Elektroartikel. Claires Aufgabe, Kartons und Tüten für einen Online-Händler packen. Jetzt muss ich alles wieder auseinanderfriemeln und sortieren. Auch das gehört zu den Aufgaben eines Paketpackers. Wie der Job sonst so ist und welche Menschen täglich unsere Pakete packen, erlebt Reporterin Claire in den nächsten 3 Tagen. Haldensleben nördlich von Magdeburg. Hier steht Europas größtes Pack- und Versandzentrum. Claires neuer Arbeitsplatz. Ich persönlich liebe ja Online-Shopping. Jede Woche kommt bei mir zu Hause mindestens ein Paket von einem Versandhandel an. Und ich habe mich immer schon gefragt, wer packt eigentlich diese Pakete? Genau das werde ich jetzt hier die nächsten 3 Tage herausfinden. Wie bei jedem neuen Mitarbeiter beginnt auch Claires erster Tag im Besucherzentrum. Hallo, guten Morgen. Nach Passkontrolle und Unterschrift bekommt Claire ihren Mitarbeiterausweis. Jetzt ist sie offiziell eine von 3.500 Arbeitern bei Hermes Fulfillment. Hallo, Frau Oelker. Guten Morgen. Gruppenleiterin Birgit begleitet Claire. Das ganze Gelände ist übrigens so groß wie, Achtung, Galileo-Größenvergleich, 26 Fußballfelder. Und? Ach, da sieht man auch, dass da so Kisten transportiert werden. Birgit entscheidet, ob Claire die Pakete in der Früh- oder Spätschicht packt. Circa 300.000 Bestellungen gehen an einem Tag raus. Oh, ich sehe schon ganz viele Verpackungsmaterialien. Die nächsten 3 Tage lernt Claire in einer dieser Packstraßen, wie ein Profi richtig Tüten und Kartons packt. Und wie sie die Artikel richtig fürs Packen beim sogenannten Loadern vorbereitet. Das Packen lernt Claire von Jeanette. Die Versandexpertin befüllt seit 24 Jahren Tüten und Kartons. Hallo, ich bin Claire. Ich bin Jeanette. Los geht's. Jeder Packer bekommt über einen Drucker die Bestellungen. Und Claire macht erstmal Learning by Doing. Vielleicht gucke ich dir einfach mal zu, wie du jetzt eine Sendung packst. Können wir machen. Das ist unsere Rutschennummer, ja? Steht hier Rutsche? Rutsche ist das hier. Ja, das sind die Rutschen. Und das sind so Rechnungen, die werden gerissen. Oh. Was war das? Das ist jetzt unser Mittagsgong. Das heißt, wir haben Mittagspause. Wir haben jetzt Mittagspause. Ab jetzt. Jetzt schon? Richtig gehört. Aber wir waren nicht zu spät am Arbeitsplatz, sondern Claire musste vorher schon eine Sicherheitseinweisung mitmachen. Und die hat ganze 2 Stunden gedauert. Die Mittagspause dauert 30 Minuten. Und die Kantine ist ziemlich günstig. Ein Gericht mit Getränk kostet keine 4 Euro. Jetzt kann Claire ihre neuen Kollegen gleich besser kennenlernen. Ich stehe um 2:30 auf. 2:30. Sie steht um 2:30 auf. Ich stehe um 2:30 drauf, weil ich dann noch nebenbei was mache. Zum Beispiel die Kollegen per Anruf aufwecken. Dann geht's zurück zum Packen und weiter mit der Einweisung. Da müssen wir an die 103. Und weil wir genau. Auf der Rechnung steht, in welcher Rutsche die Artikel für die Bestellung sind. Das System weiß, welche Artikel zusammengehören. Jeanette kontrolliert Artikelanzahl, packt sie ein. Fertig. Jetzt ist Claire dran. Beim Artikelzählen macht sie schon mal keinen Fehler. Sollen 5 sein? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt die Nummer am Artikel mit der Bestellnummer vergleichen. Und zu jeder Bestellung gehört natürlich auch die Rechnung. Wenn alles stimmt, kann Claire die Tüte zumachen. Jetzt darf ich die aufs Band legen, ne? Jawohl. Fertig. Und wie ist es? Schon relativ idiotensicher. Das Problem ist nur, man muss halt wissen, wo was liegt. Wo ist welcher Karton ist gefragt, welche Tüte. Und das, gerade die Tüten sind nicht so wirklich beschriftet. Da wusel ich mich jetzt halt mal durch. Genau, durchwuseln und anderer Leute Bestellung inspizieren. Claire hat beim Packen richtig Spaß. Ja, also ich gehe dann mal rein. Schaut mal, schöne Unterwäsche. Wenn man eine neugierige Person ist und vielleicht ein bisschen indiskret, dann ist der Job des Packers vielleicht wirklich was für einen, weil man sieht viel, was so Leute bestellen. Und manchmal muss ich da echt schmunzeln.
Ich hoffe, es ist alles drin. Ich leg's da mal aufs Band. Tschüss. Schön. Und so geht das jetzt den ganzen Tag, ne? Zumachen? Ah, zumachen, natürlich. Profis schaffen so 700 Pakete am Tag. 700 Pakete. Ich muss 700 Pakete am Tag schaffen. In 8 Stunden. Ja, das weiß ich jetzt schon, das schaffe ich nicht. Immer diese ganzen Dessous. Klar, so wird das nix, wenn Claire jede Bestellung nach Unterwäsche durchwühlt. 480 Pakete ist das Tagesziel. Im Schnitt ein Paket pro Minute. Für jedes Paket gibt es einen Bonus, von dem ist Claire aber weit entfernt. Vor Schichtende räumen Claire und Jeanette den Platz auf, damit auch die nächsten Bestellungen reibungslos rausgehen können. Mir bereitet so ein bisschen die Monotonie der Arbeit Probleme. So ein bisschen bin ich heute ab und an abgeschweift und dann sind mir eben auch Fehler passiert. Tag 2 beginnt für Claire mitten in der Nacht. Es ist 4.30 Uhr. Und das ist übrigens Ryan Gosling. Ach ja, Schichtbeginn ist um 6.30 Uhr. Ich weiß gerade nicht, ob ich richtig bin. Claire hat sich verlaufen. Der Klassiker. Unsere Reporterin filmt selbst mit der Selfie-Cam. Und Jeanette kümmert sich auch wieder um Claire. Das ist dein Parkplatz heute, dann darfst du heute alleine arbeiten. Ich darf heute alleine arbeiten. Los geht's. Artikel zählen, Nummern vergleichen, Tüte oder Karton packen, Rechnung beilegen, Paket aus Fließband und dasselbe von vorn. Ich merke auf jeden Fall, dass ich gerade wie so im Tunnel bin. Also irgendwie habe ich jetzt so meine Umwelt ausgeblendet und bin jetzt nur noch auf die Aufgabe konzentriert. Claire hat der Ehrgeiz gepackt und sie wird immer besser. Normalerweise berechnet das System halt immer, welche Paketgröße ich brauche. Aber manchmal liegt das System auch daneben, weil nämlich... Ich habe jetzt hier diese ganzen Waren. Das ist ganz schön viel, gerade so Jeans nehmen extrem viel Platz weg. Aber all diese Sachen passen jetzt nicht in diesen kleinen Karton. Also muss ich einen größeren nehmen? Ich nehme jetzt mal einen 5er. Die Größe der Kartons ist durchnummeriert. Das geht von 0, also ganz klein, bis 7, ganz groß. Habe ich mich gerade als gute Packerin herausgestellt, ne? Ja, weil man muss auch ein gutes Augenmaß mitbringen. Man muss sich erstmal organisieren und ich finde, ab dann kommt man relativ schnell in die Routine. Der Job ist aber auch monoton. Ich freue mich jetzt auf Feierabend. Ich bin schon ein bisschen müde. 14.30 Uhr, Schichtende. 250 Pakete hat Claire geschafft. Halb so viel wie ein geübter Packer. Ich bin ganz schön platt. Also ich muss sagen, echt diese ganze Schicht, so 8 Stunden Pakete packen, das ist nicht ohne. Und ich freue mich jetzt auf den Feierabend. Was das Gute an so Frühschichten ist, man hat ja noch so viel vom ganzen Tag. Und den will ich jetzt genießen, aber ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen. So wie Tag 2 aufgehört hat, beginnt auch Tag 3 an der Packstation. Allerdings in einer anderen Packstraße. Jeanette erklärt kurz das Prinzip. Das ist dasselbe wie die restlichen Tage. Nur die Tüten sind anders angeordnet. Und statt eines beweglichen Bretts gibt's einen beweglichen Tisch. Gut, okay. Dank dir. Ja, dann haben wir beide viel Spaß. Jeanette grinst so verdächtig, als würde sie schon wissen, was gleich passiert. Denn ist einmal die Konzentration weg, kommen die Fehler. Da hängt noch was. Das sollte eigentlich hier liegen. Und jetzt kommt halt die nächste Sendung schon mit und jetzt muss ich alles wieder auseinanderfriemeln und sortieren. Es ist leider auf meinem eigenen Mist gewachsen, weil ich habe zu schnell das Knöpfchen gedrückt. Unsere Profi-Packerin Claire. Wie kann das sein? Der Job ist doch... schon relativ idiotensicher. Die nächste Ablenkung folgt sofort. Gruppenleiterin Birgit führt was im Schilde. So, Claire, mit dem Packen, das sieht ja schon ganz gut aus. Aber damit wir dich flexibel einsetzen können, würde ich dich jetzt gerne noch beim Loader anlernen lassen. Claire muss jetzt zu der Station, die vor dem Packen kommt. Das Loadern. Was das ist und wie das funktioniert, erklärt Patin Iris. Noch freut sich Claire über den neuen Job.
So, dann kannst du jetzt anfangen. Dann schiebst du das so drauf. So. Immer kannst du, egal, nimm raus und pack drauf. Schön gerade. Ja, ist besser so, wenn man das ein bisschen. Was ist denn wichtig? Dass es gerade liegt und dass er das lesen kann. Nochmal langsam. Claire muss die Artikel mit dem Etikett nach oben aufs Band legen. So erkennt ein Scanner die einzelnen Artikel. Ein Sortierband fügt die Einzelteile zu einer Bestellung zusammen, die dann gepackt wird. Und? Auch idiotensicher? Wird von dir ein bestimmtes Tempo erwartet? Ja, in einer Stunde, da musst du mindestens 2000 Teile auflegen. So schnell muss das gehen. 2000 in einer Stunde? Ja. Oh Gott, ich komme jetzt schon ins Schwitzen bei dem Gedanken daran. Na dann. Kaum ist Claire fertig, kommt schon die nächste Wanne mit Artikeln aus dem Lager. Guck mal, ist das jetzt zu groß? Das ist jetzt zu groß und dafür ist die Markierung hier. Und entweder nehmen wir einen Zweierkarton oder wir kleben das. Also alles, was größer ist als das hier? Genau, das geht hier nicht runter. Dann nehmen wir jetzt einen Karton. Okay. Dann packst du das hier ordentlich rein, sodass er das lesen kann. Siehst du, passt. Bei Iris geht das alles ruckzuck. Im Schnitt legt sie alle 2 Sekunden ein Teil aufs Band. Gelernt hat sie aber etwas völlig anderes. Was war denn deine vorherige Arbeit? Das war in der Fleischerei. Ich habe Fleischer gelernt. Ja. Ich esse kein Fleisch. Wir verstehen uns super. Na dann. Ach, du warst in der Fleischerei? Ja. Und warum bist du denn hergekommen? Weil da der Betrieb dann zugemacht hat damals. Viele Unternehmen der DDR mussten nach der Wende Leute entlassen oder ganz dicht machen. Die meisten aus der Region arbeiten jetzt im Versandzentrum in Haldensleben. In einer Pause fragt Claire nach, wie es mit der Bezahlung aussieht. Denn Akkordzulage bekommt Iris keine. Kannst du gut vom Gehalt leben? Man lernt damit umzugehen. Mhm. Weil, wie gesagt, es hat ja keiner hier 150-Stunden-Vertrag. Wir haben ja alle nur Teilzeitverträge so, ne? Und es gibt ja 118 Stunden, 124 Stunden, 130 Stunden Verträge. Und du musst sehen, dass du damit klarkommst. Ne? Shoppen und so ist immer noch drin. Konzerte sind noch drin, ist noch alles drin. Iris spricht von den Arbeitsstunden pro Monat. 150 Stunden wären also 37,5 Stunden in der Woche. 130 wären 32,5 Stunden und so weiter. Du kannst dir was gönnen. Genau. Mal ab und an. Genau. 10 Minuten Pause sind vorbei. Weiter geht's. Vieles ist automatisiert. Doch beim Packen und Loadern braucht es den Tastsinn der Hand. Und da kann noch keine Maschine mithalten. Also ich muss sagen, am Anfang fand ich die Arbeit so ein bisschen so, oh Gott, und ich werde bestimmt jetzt Rückenschmerzen so haben. Aber man gewöhnt sich sehr an auch den körperlichen Ablauf. Und ich muss sagen, jetzt ist es so, finde ich es ein bisschen entspannter als das Packen sogar. Um 14.30 Uhr stehen die Bänder wieder still. Feierabend. Und wie war's, das Loadern? Ich hab's jetzt so ein bisschen hier vom Loadern. Iris hat gesagt, das kommt nicht vom Loadern. Ich glaube, bei mir, in meinem konkreten Fall, kommt's vom Loadern. Wie jeden Tag gibt es bei Schichtwechsel wieder die gemeinsame Verabschiedung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, alles Gute dir. Danke. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Ne? Ciao. Okay. Für Claire ist es das letzte Mal, dass sie durchs Drehkreuz geht. Was hat sie die letzten 3 Tage als Packerin und Loaderin gelernt? Ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, wie viel noch per Hand gemacht wird in einem Packzentrum wie hier. Und ehrlich gesagt habe ich diese Handarbeit auch total unterschätzt. Man braucht ein gewisses Konzentrationslevel, um fehlerfrei zu arbeiten. Und deswegen ziehe ich auch meinen Hut vor allen Leuten, die den Job hier machen.